Keine Videos ist auch keine Lösung. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich will mal sagen Let's Play, aber Let's Play mal Clash of Clans. Ihr seht, da ist bei mir eine 1. Ich gehe heute das erste Mal rein hier und mal gucken, was der Tag so bringt. Aber ihr habt es im Titel schon gesehen, wir haben gegen 187 gespielt. Und was mich natürlich besonders gefreut hat, oh, es gibt einen 2-Sterne-Bonus. Okay, 3 Tage, 21 Stunden, so richtig jucken tut mich das, muss ich sagen. Zumindest mit diesem Account hier nicht, aber ich meine, ist sicherlich ein nettes Event und je höher man natürlich in der Liga ist, desto mehr Bonus gibt es. Ich bin aber angegriffen worden, ich sehe schon, denn ich habe gestern Abend eigentlich bei über 5150 oder so abgeschlossen und habe auch meine gesamten Angriffe gemacht am letzten Tag und bin sogar mit plus 100 rausgegangen, also wirklich krank. Ich bin natürlich auch nicht mehr angegriffen worden am Ende, aber der Abend war sehr, sehr cool, muss ich sagen. Im Stream alle, fast alle Angriffe gemacht. 2 habe ich, glaube ich, dann abseits gemacht. Und aber mit plus 100 hier rausgegangen ist schon mal ganz gut. Und auch hier, ja, okay. Ich hatte gestern Abend schon gesagt, je höher man natürlich in der Liga kommt mit den Pokalen, desto schwieriger wird es mit den Gegnern. Und von daher ist das für mich völlig in Ordnung. Wir haben noch einen Tag, glaube ich, Clanspiele. Ich hoffe, ihr habt sie durch. Ich habe sie, ja, ehrlich gesagt, noch nicht ganz durch. Aber wir sind in beiden Clans, sowohl bei den Herausforderern als auch bei Free-to-Play, fertig. Und eins sei euch noch gesagt, und zwar gibt es im Moment im Shop, falls ihr es noch nicht gesehen habt, den Warden-Skin, den Schattenborden. Ich hatte den noch nicht. Ich hab mir den gestern Abend gekauft. Den hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich glaube, es gab damals so ein komplettes Szenario, inklusive Skins oder sowas. War mir eigentlich gar nicht so bewusst. Ich hatte das am Rande ein bisschen mitbekommen, dass es den jetzt im Shop zu kaufen gibt. Und ich fand ihn ja sowieso sehr cool mit dem Auge hier. Die Animation ist einfach göttlich. Aber ich meine, er ist ja auch der göttliche Schattenwächter. Also sehr, sehr schön. Wollte ich auch nur sagen, falls ihr es noch nicht gesehen habt im Shop, denkt immer dran, tragt immer Creator ein, wie ich es auch nicht tue. Doch tragt auch ich einen ein. Und aber der verschwindet auch immer nach einer Woche. Das heißt, ihr müsst ihn Woche für Woche nachtragen. Was er da dann eintragt, ist sicherlich egal. Aber unterstützt auf jeden Fall einen sinnvollen Creator. Ja, das sei mal so dahingesagt. Genau. Und ja, gegen 187 einen Clankrieg gespielt und ich hätte es gar nicht mal so erwartet, muss ich sagen. Ihr seht da, Herausforderer 1873, wir haben zwar verloren, ja, aber ultra, ultra knapp, 37 zu 38 und prozentemäßig haben wir sogar gewonnen. Uns fehlte einfach immer oder mal wieder dieser verflixte eine Stern. Dieser verflixte eine Stern, der irgendwo nicht fallen wollte. Ich glaube, wir haben auch so ziemlich alle angegriffen. Ja, hier unten nicht so wirklich, der Litboy ist vorher schon raus, warum auch immer. Und hat er eigentlich jetzt schon wieder einen Clan? Nee, er ist, scheinbar dann macht er erstmal Spielpause. Aber schöne Angriffe gesehen, auf beiden Seiten vor allen Dingen schöne Angriffe gesehen. Muss ich einfach mal so sagen. Und deswegen würde ich mal reingehen auf Mortus. Mal sehen, 12 auf 12, das ist auf jeden Fall Rathaus auf Rathausstufe, denn von der Fairness hier war es sehr, sehr cool. Und ja, mal gegen 187 zu spielen ist ja auch sehr, sehr cool. Ich hatte zwar im Vorfeld dann gesagt, Leute, wir greifen nicht an. Freunde greift man nicht an. Aber wir haben uns dann doch entschieden, okay, wir machen doch unsere Angriffe, nachdem 187 dann auch losgelegt hatte, hier im Stream. Am Montagabend war es schon, ja, am Montagabend. Und waren auch ein paar Leute von OES hier mit im Livestream mit drin. Finde ich natürlich sehr, sehr super, super nett. Und nochmal Glückwunsch an der Stelle und danke für den schönen Clankrieg, muss man ja auch mal so sagen. Ja, man bedankt sich ja auch mal für wirklich schöne Clankriege, wenn es dann wirklich Spaß macht. Und dann ist das Verlieren auch nicht so schlimm, finde ich. Und wir hatten allerdings tatsächlich damit gerechnet, dass uns OES so ein bisschen mehr, sage ich mal, reinballert. So nach dem Motto, Wetten können abgegeben werden, wie viele Dreier die uns reinziehen. Sie haben halt nur einen mehr gehabt, ne, als wir. Und das ist jetzt nicht so viel. Im 15er-Bereich hatten sie, glaube ich, keinen Dreier. Aber dafür haben sie halt einen 14er mehr zugemacht, den wir leider offen gelassen haben. Hätte Fahrradschlauch, aber naja, ganz gut. Okay, wir gucken hier Minimaus an.
mit einem Hybrid, ja, auf Rathaus Level 13 Hybrid. Immer wieder gern, ich will nicht sagen gern genommen, aber ist eine gute Angriffstaktik und bewährt sich nach wie vor. Ich bin ja immer noch so ein bisschen der Meinung, die Miner müssen also so ein ganz kleines bisschen genervt werden. Vielleicht ein HP weniger und dafür ein DPS weniger oder so. Denn die sind gerade in diesen Rathausstufen 11, 12, 13 unheimlich stark, nach wie vor. Aber ich will auch keine schlafenden Hunde wecken oder so, wie das heißt. Also wenn Supercell da nichts tut. Vielleicht ist es auch gut gebalanced im Moment, der ganze Mix, denn es sind ja keine 3-Sterne-Garantien, sondern letztendlich nur, was mir halt immer auffällt, ist, dass gerade die Tunnler hier halt sehr, sehr stark sind. Na klar, die Hawks sind natürlich auch mit am Start und so ist das hier schön. Erstmal jetzt außen durch die Base gegangen, aber ihr seht, wie viel Miner hier noch leben, ne? Das ist unglaublich. Und deswegen meine ich, dass die auch so unheimlich stark sind. Man kann ja jetzt nicht zählen, wie viel am Ende übergeblieben sind. Wäre sicherlich mal eine coole Sache, wenn man jetzt den Überblick hier sieht, welche Truppen hat er denn eigentlich gespielt und wie viel blieben davon am Ende über. Ja, um das mal statistisch irgendwo festzuhalten, wäre das ja gar nicht mal so schlecht. Einfach nur mal so rumgesponnen. Und gehen wir aber auch mal auf die Seite. Ne, auf die Seite. Auch erst kurz mal auf die Seite gesprungen hier. Ich muss mal eben schauen. Maschinen hier 3 auf. Das müsste aber schon ein 14er sein, glaube ich. Muss mal gerade gucken. Obwohl, der Maschinen hat kassiert. Der Maschinen hat 3 kassiert. Also ist doch ein 15er, glaube ich, down gegangen. Und unglaubliche Taktik hier. Viele, viele Loons. Richtig viele Loons. Das waren richtig viele Loons gerade, nur für die Blimp, okay. Aber die machen ja auch schon reichlich Trouble, ne? Ihr seht das da, die machen ja auch schon reichlich Trouble in der Base. Und mit den Unsichtbarkeitszauber und den Bogenschützinnen hier, die Superbogenschützinnen. Ich glaube, da ist auch kein Magier mit bei. Nimmt er hier schon mal ganz schön viel raus. 27% und ja, doch schon eine ganze Menge. Oily ist da hinten noch am Start, okay. Die Pets überleben hier mal alles bis zum Ende. Sehr, sehr schick. Und dann geht es hier weiter mit dem kleinen KS. Also nicht mit dem kleinen KS, sondern mit den Helden, um hier erstmal weiter so ein bisschen zu funneln. Der Hund geht auf. Der King hilft so ein bisschen mit. Ist natürlich ein bisschen doof für die Queen, jetzt den Welpen immer hinterher zu rennen. Aber wenn der King das Feuer auf sich nimmt, dann braucht die oder hat die Queen erstmal nichts zu befürchten. Und letztendlich geht es dann hier mit Drachen nochmal einmal fast ganz rum um die Base. Royal Champion ist noch nicht mit draußen, so wie ich das sehe. Hat noch ein paar Bogenschützen. Mal sehen, wo er die setzt. Die kann man sicherlich da außen so ein bisschen setzen. Ja, macht er auch da oben. Ich habe auch nicht jeden Angriff live gesehen hier, Leute. Und deswegen muss ich das manchmal selber, ich sag mal so, erahnen oder erraten, was als nächstes passiert. Sehr schön. Schöner Angriff hier mit den Drachen und mit den Drachenreitern. Im Moment nehme ich die Drachenreiter ja auch ganz gerne mit. Auch bei mir habe ich im Moment immer eine Luftarmee noch am Start, nämlich die mit den Super Baby Drachen. Und die nehme ich jetzt erstmal weiterhin. Mit den Drachenreitern dahinter ist das für mich in Legende hier auch immer eigentlich eine gute Angriffsstrategie, wenn es vor allen Dingen darum geht, 2 Sterne safe einzufahren. Ich habe gestern allerdings auch mal nur 1 Stern safe eingefahren, weil ich mich mal von einer Base richtig habe foppen lassen. Kommt auch vor, so einen schönen 1-Sterner von mir, so mit 30%. Aber wenigstens keine Nullnummer. Ja, wenigstens keine Nullnummer. Da bin ich ja schon immer ganz froh rum. Und deswegen, ja. Hier gab es übrigens auch einen YouTuber oder eigentlich einen schlummernden YouTuber, der hier mit im Clankrieg war. Das ist der Clash Goan. Und ich hätte eigentlich erwartet, er kann es besser. Aber er kann es nicht. 99, wie bitter, wa? So bitter. Und wir haben währenddessen im Discord getextet. Das fand ich noch,
noch viel schöner, aber dann auch mit ins Stream hier drin. Sehr coole Sache, wie ich finde. Und wenn du dann natürlich deine eigene Live-Action siehst und Spott und Hohn über dich hinweggeht, so nach dem Motto, na, ich habe gedacht, du hättest mehr drauf. Ja, okay, 99% ist halt ein sehr, sehr unglücklicher Timefail. Allerdings ist am Ende auch noch eine Defensive über, die auch nicht zu verachten ist. Wir gucken das ja und haben den aber live gesehen und ich hab eigentlich schon gedacht, okay, da oben kommt er schon gut mit dem Flamefinger und mit dem Warden gut zurecht. Adler fällt gleich, noch nichts weiter gesetzt. Der Adler ist auch noch nicht aktiv. Das kommt noch dazu. Und so hat er auch hier erstmal nichts auszustehen. Jetzt wird der Adler doch noch aktiv, bevor er dann im Flamefinger Feuer sein Ende findet. Und dann brauchen die Titanen eigentlich hier nur noch rumgehen. Ja, das ist dann so ein schöner Rundturn. Rundturn ist natürlich, gehört eigentlich zur Gattung der Knoten. So ein Rundturn mit halben Schlägen oder mit ganzen Schlägen. Aber hier ging es gut oder geht es ganz gut rein in die Base mit den Mauerbrechern auch und ja, die E-Titanin unter Heilung. Das Einzige, was die jetzt halt stoppen könnte, wären Mauern, wenn kein Sprung da ist. Da hier war perfekt der Sprung gesetzt und auch der Lava-Hund ist natürlich für die E-Titanin gefundenes Fressen für ihre kleine Mini-E-Aura, Elektro-Aura. Und das Rathaus kurz in der war unsichtbar, glaube ich. Ne? War unsichtbar. Giftzauber, der Giftkampfturm war jetzt auch nicht so schlimm. Hier hätte man fast denken können, okay, Rathaus steht noch, wird aber nicht mehr repariert. Und hat auch nur noch ein paar Trefferpunkte. Also das Rathaus hat wirklich nur noch ja, ganz, ganz minimal. Und genug Truppen sind ja noch im Feld. Die hätten jetzt natürlich auch erst rumgehen können bis zu diesem X-Bogen hier. Sind sie aber nicht. Denn das Rathaus war denn doch noch ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen näher. Weil die eine E-Titan hier unten jetzt auf jeden Fall auch wegstirbt. Und der King jetzt meinte doch, wir machen erstmal das Rathaus, bevor wir uns um den Rest kümmern. Aber noch biegt er nicht ab. Erstmal muss der Inferno weggehen und dann ist doch tatsächlich das Rathaus näher als der X-Bogen. Okay. Ja, das sind dann zwei Schläge von den Pets, dann ist das Rathaus auch down und dann ist am Ende eigentlich ein Timefail, aber er hätte sich jetzt noch durch die Mauer quälen müssen mit der E-Titanin, die halt bekanntlich ganz, ganz wenig Schaden gegenüber Mauern macht und ihr seht auch, wie knapp das hier war, denn das Pet war eigentlich noch dran und die Aura hätte vielleicht sogar gereicht von der E-Titanin, aber 99% Leute, das sind in jedem Fall, würde ich einfach mal so sagen, 3 Sterne. Und gucken wir uns die 3 Sterne hier oben auch nochmal an vom Proxy auf die Nummer 1, auf den Krieger. Wie er das gemacht hat, sicherlich auch mit einer Blimp, weil bei uns sind die oberen Spieler fast alle ausschließlich Blimp-Spieler, also ganz, ganz wenig. Findet damit E-Titan statt oder halt, ich nenne es mal so Bowler Smash oder Queen Charge Lalo oder was auch immer, sondern Blimp ist im Moment in aller Munde, wenn du das Rathaus schaffen willst, vielleicht den Monolith mit wegbekommst. Ich meine, hier hätte man auch den Monolithen natürlich mit den Blitzzaubern sauber rausbekommen, vielleicht noch die ein oder andere Bauhütte damit mit weggerissen, das Rathaus schon mal aktiviert, die Blimp kurz geflogen, ich denke mal aufgemacht, denn die war noch ziemlich gut im Futter, hatte also noch genug Trefferpunkte. Und dann nimmt er hier unten auf jeden Fall Rathaus raus, den Monolithen auch raus, den Kampfturm glaube ich auch noch. Und die Lager außen sind auch nicht zu verachten, die haben auch immer ein paar Trefferpunkte und das dauert halt. Ja, gerade die Timefails hier, habt ihr gerade gesehen, sind immer äußerst ärgerlich, wenn du eigentlich alles geschafft hast und du nur nicht genug Zeit hattest. Schön wäre ja, wenn man irgendwie so Bonuszeit bekommen würde hier bei Clash of Clans. Also so nach dem Motto, okay, du hast jetzt 50% der Base geschafft, du bekommst einen kleinen Zeitbonus von 2 Sekunden oder so, ne? So dass man dann am Ende vielleicht doch einen guten Angriff mit 3 Sternen honoriert, anstatt es nur 2 werden und dir fehlt vielleicht am Ende der Stern. Dann wäre es
noch bitterer gewesen, solche Geschichten. Noch schlimmer ist natürlich ein Einsterner und 99%. Das ist immer das Ärgerlichste, was man hier, glaube ich, haben kann in Clash of Clans. Und hier geht's mit Ballons weiter. Also mit dem Loon-Part oder Lalo-Part, Lava-Hund, Loons, Ballons. Sah erst gar nicht so aus, als wenn das hier ein Dreier gibt, weil es ist doch noch einiges hier am Feuern. Zwei Luftabwehren auf die Ballons, allerdings noch relativ volle Helden hier. Queen ist noch gut dabei. Naja, jetzt musst du gleich die Ability nehmen, aber hilft sicherlich, wenn man die erst sehr, sehr spät schottet und hat er mit dem Royal Champion hier, die sind jetzt genau alle auf den letztverbliebenen Inferno gelaufen. Auch der Royal Champion ist da oben noch am Kämpfen. Und ja, so sind das hier schöne drei Sterne geworden von Proxy auf die Nummer 1. Und ja, wie gesagt, 37, 38, ich glaube, da brauchen wir uns jetzt überhaupt nicht zu verstecken. Auch wenn OES 3 hier in Champions League einspielt. Ich denke mal, das machen die dann mit ihren Only 15ern. Aber wie gesagt, es hat mich unheimlich gefreut, mal wieder auf einen deutschen Clan hier zu treffen. Klar, Clankriegsuche 22, 23 Uhr, das machen halt viele Clans, so wie wir auch. Und dann kommt es schon mal vor, ist schon lange nicht mehr vorgekommen, dass man gegen einen deutschen Clan spielt. Aber ja, umso schöner, wenn die Leute dann alle mit dabei sind. Und tolles Ding, es hat mich unheimlich gefreut, dass wir hier doch so gut mitgehalten haben. Und ich glaube, da brauchen wir auch jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken oder so. Denn wir haben jetzt zwar zwei knappe Clankriege verloren, aber ich sehe es zuversichtlich, dass wir vielleicht den nächsten dann wieder gewinnen. Bei uns ist das ja auch immer so ein bisschen auf und ab. Also unser Clan-Lock hier ist immer sehr, sehr bunt gemischt. Also zwischen zwei Farben, Rot und Grün. Ja, und wo ein bisschen Grün ist, ist auch mal ein bisschen mehr Rot. Jetzt haben wir mal zwei Rote eingefahren. Naja, aber okay, gegen die Oldtime Rebels haben wir wirklich null Chance gehabt. Die hatten einfach vier drei Sterne mehr im Rathaus 15 Bereich vor allen Dingen. Also nochmal vielen Dank an die Truppe hier von 187 und Gruß geht auf jeden Fall nochmal raus an die Jungs hier 187 Familie. Bewerbungen über Discord. Ich glaube, ich bin da auch im Discord, weil die auch ab und zu mal ein Turnierchen spielen. Und deswegen freut mich das umso mehr, dass das so super hier geklappt hat und alle haben sich lieb gehabt. Wenn ihr mich auch lieb habt, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. twitch.tv/totoclash. Morgen zum Wochenende bzw. am Freitag und am Samstag wird es vermutlich gerade am Samstag ein bisschen längeres Teams geben. Das hat irgendeinen Grund, das werde ich euch dann erzählen, aber ich wollte am Samstag mal so ein bisschen länger als 2 Stunden streamen und deswegen seid gern dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Weg auch dahin findet und ja, dann kann ich mich eigentlich nur noch fürs Video bedanken. Es kommt im Moment nicht so viel, weil ich nicht so viel Zeit dazu habe. Ich glaube, das ist für euch auch nicht so schlimm. Ihr wisst auf jeden Fall, dass ich noch am Start bin und ich weiß, dass ihr mir auch nach wie vor treu seid. Vielen lieben Dank. Danke für eure Aufmerksamkeit. Jetzt habe ich genug Danke gesagt. Toto, mach mal eine Challenge. Wie oft hast du Danke gesagt in diesem Stream oder in dieser Videofolge? Ja, mache ich mal. Bis dahin, euer Toto. Clashed.